Hallo und herzlich willkommen hier aus Frankfurt, aus der Technische Hochschule ist es, oder? Technische Fakultät? Nein, egal. Mein Name ist Jens Rabe und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Vortrag Panikzeichen, so erkennen Sie Tiefs oder Tiefpunkte im Markt. Ganz Anfang will ich natürlich ganz kurz ein paar Worte über mich verlieren für diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen. Ich bin jetzt noch 44 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, lebe also ganz normal wie die meisten. Ich habe mich im Jahr 2006 als Händler selbstständig gemacht, bin allerdings jetzt mittlerweile schon, wir haben 2016 schon 20 Jahre an der Börse, wobei die ersten, naja, so 6, 7 Jahre, muss man fairerweise sagen, eigentlich nichts mit professionellem Handel zu tun hatten, sondern tatsächlich wohl eher so ein bisschen Gezocker war. Also das heißt, mal den heißen Tipp aus einer Zeitung nachgejagt, eine Empfehlung irgendwie gefolgt und so weiter. Aber das war eben das, was ich in den ersten Jahren gemacht habe. Ich bin dann später nach Amerika gegangen, habe da in Chicago auch eine Ausbildung machen können zum Händler. Und war da an der Börse, an der CME in Chicago. Und jetzt habe ich mich mittlerweile spezialisiert auf den Handel von börsengelisteten Optionen. Keine Optionsscheine, keine binären Optionen, sondern Optionen. Handle allerdings auch Aktien, ETFs und Futures, wobei tatsächlich ungefähr 95% meines Geschäftes Optionen sind. Bevor jetzt aber alle abschalten und sagen, mit Optionen habe ich gar nichts am Hut, heute wird es nur ganz am Rande ein bisschen um Optionen gehen, sondern heute wollen wir, wie gesagt, über etwas sprechen, was die meisten von uns nutzen können an der Börse, nämlich sogenannte Panikzeichen. Und wenn Sie das Ganze nachlesen wollen, dann hilft Ihnen dieses Buch nichts. Das ist eins, habe ich geschrieben, kommt 2011 auf den Markt, das habe ich mir quasi zum 40. Geburtstag selber geschenkt. Optionsstrategien für die Praxis und wer das von Ihnen, die Sie hier zuschauen oder auch von denen, die hier im Saal sind, denn wir haben tatsächlich Live-Zuschauer, wer das also haben möchte, der kann das bei uns portofrei und inklusive persönlicher Widmung bekommen. Einfach eine kurze Mail an uns, Mailadresse wird sicherlich hier nochmal im Laufe des Vortrages eingeblendet und dann schicken wir Ihnen dies gerne zu. So, genug der Werbung, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe bereits im Herbst 2015 hier bei den IB-Days einen Vortrag gehalten und damals ging es darum, wie man den Crash vermeidet. Und wir haben natürlich, der Inhalt des Vortrags, da ging es natürlich nicht darum, dass man sagt, man kann den Crash quasi vermeiden, dass er an einem spurlos vorbeigeht, aber man hat immerhin Möglichkeiten, dass man die Entwicklung eines Crashs, wann es soweit kommt, dass man das erkennt. Und man kann das ja hier auf der Plattform der IB-Days diesen Vortrag auch ja nochmal anschauen. Und es war ja so, dass ich damals gesagt habe, es gibt diesen alten Spruch, an der Börse wird nicht geklingelt. Wie die meisten Sprüche, die es über die Börse gibt, ist auch dieser Spruch falsch. Denn an der Börse wird sehr wohl geklingelt. Es gibt sehr wohl sehr, sehr viele Anzeichen für Hochpunkte, für Tiefpunkte. Man muss eben bloß wissen, wo die Klingel steht. Man muss ein bisschen hinhören und man bekommt es vielleicht nicht unbedingt auf die Minute genau mit. Wir hatten ja gestern, weil wir haben jetzt hier im Vorfeld noch ein wenig miteinander gesprochen und ein bisschen geflaxt. Man kann natürlich nicht genau erkennen, nach der gestrigen Entscheidung der EZB und dem Auftritt von Super Mario, wann nun genau jetzt im 1-Minuten-Chart der Markt dreht. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern man kann aber schon sehr wohl erkennen die großen Bewegungen an der Börse. Und die sind es ja, die uns letztendlich an der Börse zu Geld bringen. Also es sind nicht diese Bewegungen im 1-Minuten-Chart, sondern es sind die Bewegungen, die über Wochen, Monate anhalten. Und im letzten Jahr haben wir, wie gesagt, über das hier gesprochen. Wir haben über die Hochpunkte gesprochen. Wie kann man erkennen, wann sich am Markt ein Hochpunkt bildet? Und jetzt muss man zurückblickend sagen, dann kam ja jetzt der Januar diesen Jahres und wir hatten gleich einen dramatischen Einbruch an den Börsen, einer der schlechtesten Jahresanfänge, die wir seit Bestehen der Börsen überhaupt hatten. Und mit den Dingen, die wir im letzten Jahr besprochen haben, konnte man das eigentlich wieder sehr, sehr gut erkennen. Aber wie es so immer so ist, alles, was vorbei ist, nützt uns nichts mehr. Damit können wir kein Geld verdienen, sondern wir können nur mit dem Geld verdienen, was vielleicht noch vor uns liegt. Und deswegen wollen wir in diesem Jahr oder jetzt hier bei den aktuellen IB-Days eigentlich so ein bisschen
auf die Zukunft schauen. Und deswegen wollen wir uns dieses Mal der Unterseite zuwenden. Das heißt also, wie können wir denn die Unterseite an den Märkten erkennen? Wir hatten, wenn wir uns diesen Chart hier anschauen, in den letzten Jahren ja zwei sehr, sehr große Tiefpunkte. Das war natürlich einmal die Dotcom-Blase, die am Jahr 2000 platzte und dann bis 2002 etwa diese Crash-Phase. Und wer natürlich dann im Jahr 2002, 2003 eingestiegen ist, ich glaube, da kommt es nicht auf ein, zwei Wochen an, der hat natürlich in den Jahren danach durchaus sehr, sehr viel Geld verdienen können. Und was uns allen wahrscheinlich noch relativ gut in Erinnerung ist, ist natürlich die Finanzkrise, die so im Jahre 2007 in etwa begann, dann sich das ganze Jahr 2008 hinzog, ihren Höhepunkt dann fand im Niedergang der Traditionsbank Lehman Brothers in den USA und dann ja im März 2009 endete. So, und danach haben wir natürlich eine fantastische Wertentwicklung an den Börsen gesehen. Also wir sind auf neue Allzeithochs ausgebrochen in vielen Märkten. Viele Aktien haben neue Allzeithochs erreicht. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen allerdings wieder gesehen, dass die Börse wieder etwas unruhiger geworden ist. Wir haben im August letzten Jahres einen etwas größeren Einbruch gesehen. Er war an sich gar nicht so groß. Er ging bloß relativ heftig vonstatten, so 21. bis 24. August etwa. Und dann haben wir das im Januar jetzt diesen Jahres auch wieder gesehen. Und wenn man sich diesen Chart anschaut, dann könnte man ja denken, naja gut, was nützt es mir denn, wenn ich solche Tiefpunkte erkenne, wenn die nur alle 4, 5, 6, 7 Jahre auftreten? Über was wir aber heute sprechen wollen, das tritt eben nicht nur alle 4, 5 Jahre auf, sondern das tritt viel, viel häufiger auf. Wenn wir hier über Tiefpunkte in den Märkten sprechen, dann wissen wir von vornherein natürlich nie, ist das jetzt ein Tiefpunkt, der mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre anhalten wird? Oder ist das wie jetzt eventuell im August ein Tiefpunkt, der vielleicht nur 2, 3 Monate anhält, nicht mal ein neues Hoch schafft? Aber dann können ja wir wieder mit dem Instrument der Hochpunkte zu erkennen, Distributionstage und so weiter und so fort, können wir ja dann sofort wieder umschwenken. Und wir wissen ja, dass die Märkte sich in Wellen bewegen. Es geht mal nach oben, es geht mal nach unten. Und wer wirklich an den Börsen Geld verdienen will, der ist natürlich gut beraten, wenn er versucht, auf diesen Wellen zu surfen. Je kleiner wir die Zeiteinheiten herunterbrechen, umso mehr Wellen, aber umso schwieriger wird es auch. Je größer wir das Ganze machen, umso einfacher dürfte es für die meisten von uns als private Händler, als private Trader einfach sein. Sie alle kennen diese Sprüche, die immer mal wieder aus der Mottenkiste herausgeholt werden, wenn es gerade mal kracht. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Kaufen, wenn Blut die Straßen fließt und so weiter. Das sind alles so Sprüche, ein bisschen martialisch, haben natürlich auch ihren Ursprung in Zeiten, als es noch etwas martialischer zuging, wobei wir ja auch jetzt wieder recht martialische Dinge auf der Welt erleben. Und das ist natürlich, das liest sich immer so schön. Und immer wenn so eine Schlagzeile in vielleicht einer bekannten großen deutschen Zeitschrift auftaucht, dann ist das natürlich durchaus hilfreich. Aber das ist natürlich kein Ansatz. Also wir können natürlich kaum hergehen, können sagen, ein Tiefpunkt ist, wenn die Kanonen donnern. Denn wenn wir mal allein in den August des letzten Jahres zurückgingen, da hat nirgendwo eine Kanone gedonnert, außer in den Ländern, wo es schon die ganze Zeit immer donnert. Und das heißt, wenn wir versuchen, Tiefpunkte zu finden, dann müssen wir natürlich versuchen, etwas zu finden, was systematisch ist. Also das heißt, wie können wir denn ein System entwickeln, wo wir nach ganz klaren Richtlinien vorgehen, wo wir sagen, wenn der Punkt und der Punkt und der Punkt zusammenspielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass wir zu einem Tiefpunkt kommen. Und wie bei allen an der Börse geht es auch nicht darum, hier Recht zu haben. Also wir wollen nicht an der Börse agieren, um Recht zu haben und sagen, siehst du, ich habe es wieder mal gewusst, sondern wir wollen Geld verdienen. Und Geld verdienen können wir eben nur, wenn wir zumindest versuchen, es ist ja immer leichter gesagt als letztendlich getan, wenn wir versuchen, unsere Emotionen auszublenden und wenn wir das Ganze systematisch machen und nicht vielleicht einmal einen Supertreffer landen, so nach dem Motto, letztes Jahr am 24. August habe ich gekauft. Warum? Naja, ich hatte so ein Gefühl. Weil so ein Gefühl weiß ich nicht, ob ich das beim nächsten Mal auch wieder haben werde.
sondern ich muss eben Dinge finden, wo ich sage, ich habe gekauft am 24. oder eben jetzt beispielsweise im Januar habe ich gekauft aus den und den Gründen. Und wenn es diese Gründe beim nächsten Mal wiedergeben wird, wenn die Märkte eingebrochen sind, dann werde ich wieder kaufen. Und wenn ich dieses Spiel, nennen wir es mal Spiel, Jesse Livermore nannte es ja auch das Spiel der Spiele, so systematisch in den nächsten Jahren immer weiter betreibe, dann werde ich Geld verdienen. Hallo. Okay. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir also, für die nächsten Jahre ist es einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir natürlich auch hier wieder Einbrüche an den Märkten haben werden. Wir sehen momentan, dass die EZB natürlich versucht, und genauso wie die Banken in Amerika, die Fed oder wie die Bank of Japan oder wie sie alle heißen, natürlich versuchen, die den Aktienmarkt zu stützen. Wir können das ganz klar nachvollziehen, aber wir wissen alle, dass der Markt letztendlich dazu beitragen wird, dass es immer mal wieder Korrekturen geben wird. Ob die so extrem ausfallen wie im Jahr 2007 oder 2008, das ist die Frage. Also wir glauben immer, wenn es nach unten geht, es muss immer 50% nach unten gehen. Das ist aber nicht so. Wenn man in die Geschichte der Börsen schaut, dann gibt es sehr, sehr viele Rückgänge und ein Rückgang an einer Börse von 20% ist vollkommen normal. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das kommt statistisch gesehen, ich glaube, alle 3,5, 4 Jahre mal vor. Und auch so zwischendurch so kleinere Einbrüche. Wir haben 2010 mal diesen Flash Crash gehabt an einem Tag. Und wenn man da gewisse Dinge erkennt, dann hat man sehr, sehr gute Möglichkeiten und dann kann man eben agieren und muss nicht reagieren, weil vieles an der Börse passiert ja, weil Leute etwas tun müssen. Ne? Man ist unter Druck, die Positionen kommen unter Druck, man hat sein Money Management nicht richtig betrieben, man hat seine Emotionen nicht im Griff, man hat Angst und dann muss man etwas machen. Und immer wenn man etwas muss, das können wir aus der Schule noch, ne? Immer wenn ich etwas musste, dann war das nicht so schön. Wenn ich aber etwas konnte, also wenn ich sagen konnte, jetzt, das kann ich jetzt machen, weil ich habe jetzt hier eine gute Gelegenheit, oder dann ist es immer eine schöne Situation. Und an der Börse ist es genauso. Wenn ich reagieren kann, wenn ich kaufen kann und nicht, wenn ich kaufen muss oder verkaufen muss, dann bin ich immer in der besseren Situation. So, was passiert denn eigentlich, wenn es so richtig an den Börsen kracht? Bei den IB-Days, ich habe mir in den letzten Tagen, als ich im Büro saß, bei uns lief nebenbei immer ein Fernseher, wo die ganzen Vorträge waren, wo wir uns die Vorträge angeschaut haben. Und es waren sehr, sehr tolle Vorträge dabei von vielen guten Kollegen auch. Und es wurde auch viel über Charttechnik gesprochen, über Markttechnik, über Wellen, über alle möglichen Dinge, über Fibonaccis und so weiter und so fort. Und all das sind natürlich wahnsinnig tolle Ansätze, die man nutzen kann, aber wenn wir uns natürlich anschauen und jetzt gerade hier, wenn Sie mal den Chart etwas sich genau anschauen, gerade in den Phasen, wo es extrem nach unten geht, da sieht es eben am Tiefpunkt mit der Charttechnik meist nicht so gut aus. Ne? Also gerade wenn wir uns erinnern an den, ich nehme das immer mal jetzt als Beispiel, weil es noch nicht so lange her ist, an den August des letzten Jahres, also wer da am Tiefpunkt gekauft hat, der wird das kaum mit Charttechnik begründen können, weil die sah an diesem Tag katastrophal aus. Alle Märkte, ich glaube, von der kleinsten Zeiteinheit bis zur größten, waren in absoluten Abwärtstrend. Und plötzlich am nächsten Tag ging es trotzdem wieder nach oben. Wie aus dem Nichts heraus stiegen die Börsen an. Das heißt, mit Charttechnik ist uns in solchen Extremsituationen nicht immer geholfen. So. Wie schaut es aus mit Fundamentaldaten? Wenn wir uns Nachrichten anschauen, auch jetzt wieder, dann stellen wir immer wieder fest, dass es eben nicht die Nachrichten sind, die die Kurse machen, sondern dass es die Kurse sind, die die Nachrichten machen. Werden wir jetzt übrigens, es gibt so eine Sendung früher, ne, ich glaube auf DSF oder so, da musste man für so eine Phrase immer 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Das wäre jetzt hier der Fall, also ich müsste schon die ersten 5 Euro jetzt abliefern. Du kannst das ja mal notieren, du nimmst die dann. Aber es ist einfach so. Ne? Also wir können das immer wieder nachverfolgen, dass natürlich zuerst die Kursentwicklung kommt und dann werden die Nachrichten hinterhergereicht. Aktuelles Beispiel der Ölpreis. Als der Ölpreis noch vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist ja gerade mal so 15, 16 Monate her, noch im Bereich von knapp $100 war, da hat niemand über Fracking gesprochen.
Da hat niemand über ein Überangebot an Öl gesprochen, wobei es schon zu diesem Zeitpunkt losging, dass es da war. Als dann aber plötzlich die Preise runter auf 30 Dollar gefallen waren, dann sprach plötzlich alle Welt von Fracking, von einem Überangebot, dass der Iran wiederkommt und so weiter und so fort. Das heißt also, Fundamentaldaten sind sicherlich sehr, sehr wichtig. Aber gerade in der Situation, also wenn das Tief da ist, werden wir nur schlechte Nachrichten haben. Und jetzt ist es sehr, sehr schwer zu sagen, das ist jetzt die schlechteste Nachricht, die kommen kann. Weil es kann immer noch eine schlechtere Nachricht geben. Im Nachhinein wissen wir dann immer sehr, sehr genau, was die schlechteste Nachricht war. Bezogen auf den Ölpreis war sicherlich die schlechteste Nachricht, dass irgendein Institut dann mal ausgerufen hat, nachdem die ganzen großen Investmentbanken ja alle so gesagt haben, naja, so 25 Dollar, 20 Dollar. Und dann überbot man sich so langsam. Ich glaube, Merrill Lynch hat dann 15 ausgerufen, bis dann halt wirklich mal einer kam und hat gesagt, für uns ist theoretisch auch ein Ölpreis von null vorstellbar. Im Nachhinein wissen wir, das war der Tiefpunkt. Ich glaube, ein, zwei Tage später war dann der Tiefpunkt drin. Okay, wir sehen aber momentan beispielsweise bei den Zinsen, wenn da jemand gesagt hätte noch vor zwei, drei Jahren, ich glaube bei null, wir könnten Zinsen haben, die bei null sind, hätte ihr gesagt, wenn das mal passiert, dann werden wir einen Tiefpunkt haben in den Zinsen. Jetzt wissen wir seit gestern, nein, es kann auch noch deutlich unter null gehen. Und ich würde hier nichts unterschreiben, dass das das Ende der Fahnenstange ist. So, das heißt also, mit solchen Daten, mit Nachrichten ist es schwierig. Wie schaut es aus mit Emotionen? Emotionen sind gar nicht so schlecht, wenn wir versuchen können, zumindest unsere eigenen Emotionen auszuklammern. Wer schon ein bisschen länger dabei ist von Ihnen, der weiß vielleicht, ich frage mal kurz in die Runde, wer war 2008 schon mit an der Börse? Okay. Wer war so clever, hat sein eigenes Haus, das Haus der Schwiegermutter und wenn es geht noch die Schwiegermutter mit Berlin und hat gekauft? Okay, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben es alle nicht gemacht. Aus Liebe zur Schwiegermutter natürlich. Nein, im Nachhinein wissen wir, dass es ein super Zeitpunkt gewesen wäre zum Kaufen. Aber in dem damaligen Moment mit dem Zusammenbruch einer Bank war es natürlich wahnsinnig schwierig, dann auch wirklich hier eine rationelle Entscheidung zu treffen. Das haben uns ja diese großen Investoren voraus, dass die das dann machen können. Nichtsdestotrotz, über das, was wir heute reden, hat sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun. Und nun kann man aber eine Emotion als solches, wir wissen, es gibt an der Börse die zwei großen Emotionen, Angst und Gier. Das heißt, einem Paniktief würden wir wahrscheinlich eher von der Angst sprechen. Wie soll man die greifen? Wie soll man das festmachen? Ist es, wenn jetzt in der Tagesschau an erster Stelle ein Bericht über die Börse kommt? Ist es, wenn eine Sondersendung kommt, Börse am Abgrund? Also wie will man diese Emotion greifen? Deswegen müssen wir auf andere Dinge zurückkommen. Nämlich, solche Panikzeichen, die müssen messbar sein. Wir brauchen eine Messgröße, wo wir sagen, genau, wenn das passiert, dann haben wir ein Panikzeichen. Sie dürfen auch nicht interpretierbar sein. Das ist ja so ein bisschen das Schwierige manchmal bei der Charttechnik. Nehmen wir alleine die weit verbreitete Markttechnik. Ganz, ganz tolles Instrument. Aber nehmen Sie 20 Markttechniker, geben Sie den einen denselben Chart und Sie werden nicht zwingend unbedingt immer das gleiche Ergebnis haben. Weil der eine sagt, ich mache es ein bisschen kürzer, der andere macht es ein bisschen länger. Trendlinie ist genauso ein Spiel, da setzt jeder woanders an. Das heißt, wir brauchen eine Indikation, die uns keinen Interpretationsspielraum lässt. Eine klare Zahl, schwarz oder weiß. Ich muss draufschauen können, nachts um drei geweckt, draufschauen und sagen, das ist schwarz oder es ist weiß und nichts dazwischen. Gibt kein Grau in dem Bereich. Es sollte auch keine Börsenesoterik sein. Also nicht, dass man sagt, ja, das könnte jetzt das sein und wenn da noch der El Niño kommt und dann noch das und dann die Sonne im dritten Mond steht. Sowas soll es halt auch nicht sein, sondern es sollte schon realistisch sein. Es muss reproduzierbar sein. Das heißt, was jetzt geklappt hat, was bei den letzten 20, 30, 40 Mal geklappt hat, muss auch die nächsten 20, 30 Mal klappen. Und was für die Privatanleger immer sehr, sehr wichtig ist, es sollte auch kostenfrei verfügbar sein. Weil man liest jetzt gerade auch in letzter Zeit immer mal wieder, dass es zum Beispiel von irgendwelchen Institutionen Indikatoren gibt, die sehr, sehr zeitig auf gewisse Dinge hingewiesen haben. Das nützt mir jetzt aber nichts, wenn ich, um diesen Indikator zu bekommen oder diesen Research-Bericht oder sonst irgendetwas, 10.000 Dollar im Jahr dafür bezahlen muss. Weil das werden sich die wenigsten von uns leisten können, geschweige denn leisten wollen.
Ja, das heißt, es sollten Dinge sein, zu denen wir einfach Zugang haben. Ich habe heute mal 5 Panikzeichen mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Das eine ist das VIX-Umkehrsignal. Es ist die Volatilität der Volatilität. Das klingt schon kompliziert. Das Put-Call-Ratio, 90% Up- und Down-Tage. Ich habe mir im Nachgang überlegt, man hätte auch schreiben können, 90% Aufwärts- und Abwärtstage. Gut, ne, so ein bisschen denglisch muss sein. Und neue Hochs und Tiefs, wenn wir da Extremwerte haben. So, es gibt noch ein paar mehr, aber diese 5 sind zumindest schon mal das, was man auch als Privatnutzer sehr, sehr gut täglich verfolgen kann, ohne viel Aufwand und was einem sehr hilft. Starten wir mit dem ersten Signal, dem VIX-Umkehrsignal. Für alle, die jetzt nicht so ganz drin sind im Optionshandel, einen kleinen Exkurs in Richtung VIX. Der VIX ist ein Index, der alle 10 Sekunden während der offiziellen Handelszeiten in den USA berechnet wird, und zwar aus den sogenannten impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen. Was ist eine implizite Volatilität? Machen wir es ganz einfach, es ist Angebot und Nachfrage. Optionen werden sehr, sehr häufig genutzt zur Absicherung. Und wenn die Märkte, gerade die Aktienmärkte, fallen, dann steigt das Bedürfnis nach Absicherung. Nach oben hat ja keiner ein großes Problem. Ne? Also wir können auch mal hier, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, wer hat ein Problem mit steigenden Kursen? Alle ausgenommen, die short sind. Wahrscheinlich niemand. Steigende Kurse sind gut. Aber wenn es natürlich nach unten geht, haben sehr, sehr viele Leute ein Problem. Institutionelle Anleger, Pensionskassen, Kapitalsammelstellen und so weiter und so fort. Und deswegen versuchen sie, sich abzusichern. Und für diese Absicherung kaufen sie sogenannte Verkaufsoptionen, Put-Optionen. Und je höher die Nachfrage nach diesen Optionen ist, umso mehr steigt die implizite Volatilität. Das heißt, jede Option hat einen theoretisch fairen Preis. Aber manchmal wird an der Börse mehr bezahlt als dieser theoretisch faire Preis, weil wenn jeder eine Absicherung haben will, ist man eben auch bereit, mehr zu bezahlen. Wenn mein Haus oben anfängt zu brennen und ich habe keine Hausversicherung und es steht unten der Versicherungsvertreter an der Tür und er sagt, eigentlich würde diese Versicherung 500 Euro kosten, aber weil du es bist, kostet die heute 1.000er, dann würde ich die trotzdem kaufen, weil ich sehe es ja schon oben brennen. Wenn es bei mir nicht brennt, würde ich sagen, du 1.000 Euro, das ist mir auch zu teuer. Dann würde ich mir mal noch ein anderes Angebot einhören. Wenn es aber dann kracht, dann hole ich mir natürlich kein anderes Angebot ein. So. Und dieser VIX, dieser Volatilitätsindex, wird manchmal auch bezeichnet als Angstindex, Angstindikator. Der pendelt immer so zwischen, der hat so eine Untergrenze bei ungefähr 10, einen Mittelwert, der liegt ungefähr so bei 17. Und er hat einen Wert, wenn er den überschreitet, und dieser Wert ist 20, dann geht man immer davon aus, dass etwas Unruhe im Finanzsystem ist oder zumindest an den Börsen im S&P 500. Und das meiste, egal ob man jetzt DAX handelt oder ob man den Schweizer SMI handelt, wer sich auf den S&P 500 konzentriert als Indikator, der wird immer richtig liegen, weil das ist nun mal der größte Index der Welt von der Marktkapitalisierung her. Da liegt das meiste Geld, da fließt das meiste Geld, und deswegen ist der VIX schon sehr, sehr hilfreich. Und wenn dieser VIX über die 20 geht, dann wissen wir, da geht eine rote Ampel an. Das heißt, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig an den Märkten sein. Jetzt wollen wir aber ja was haben, wo wir sagen, ja, die Ampel ist schon ganz schön rot, es kracht gerade. Wie erkennen wir denn das Tief? Jetzt können wir aber nicht warten, dass der wieder unter 20 fällt, weil das kann teilweise Wochen und Monate dauern. Kleines Beispiel, als damals Lehman Brothers pleite ging, das war glaube ich im Oktober 2008, da ist dieser VIX, dieser VIX auf 80 gelaufen, oder 86 glaube ich sogar im Hoch. Und es hat dann mehrere Monate gedauert, bis er wieder auf 20 war. Das heißt also, man hätte erst viel, viel später, weit nachdem der Markt sein Tief gefunden hat, hätte man erst wieder long gehen können. Nützt uns nichts, viel zu weit weg. Deswegen müssen wir etwas finden, was schneller geht. Und da hat sich unter Händlern, gerade bei den Optionshändlern in den USA, etwas herausgebildet, was ein sehr, sehr schönes Panik, was ein sehr schönes Panikzeichen ist, nämlich ein Umkehrsignal. Und hier sind mal kurz die Regeln aufgeschrieben, nämlich der VIX muss über 20 sein. Also es kann kein Umkehrsignal geben, wenn er unter 20 ist. So, dann sollte er, das ist eine Option, manche machen das, manche machen es nicht, wenn man ein ganz normales Bollinger-Band nimmt. Ja, John Bollinger, 70er Jahre, glaube ich, oder 80er erfunden,
tolle Geschichte, kann man viel machen. Auch was ganz Simples ist in jedem Chartprogramm drin, also selbst in jedem kostenfreien Chartprogramm gibt es ein Bollinger Band. Wenn man sagt, der Wick sollte außerhalb des Bandes sein, weil nur in 5% der Fälle wird ein Preis außerhalb seines Bollinger Bandes liegen. Das heißt, das ist schon eine Extremsituation. Wir suchen Extremsituationen. So, und jetzt kommt der Punkt. Wenn dieser VIX, den man als Tageschart sich jeden Tag anschauen kann, und das muss man nicht live verfolgen, das kann man sich auch am nächsten Tag anschauen, früh. Wenn der zu seinem Schlusskurs mindestens 3 Punkte gegenüber dem Hochstand gefallen ist, dann sprechen wir von einem VIX-Umkehrsignal. Und wir müssen uns überlegen, warum ist das überhaupt ein Umkehrsignal? Der VIX selber wird angetrieben von professionellen Händlern. Und wenn der jetzt nach oben geht, das heißt, wenn die Nachfrage nach Absicherung extrem ist und zum Ende einer Session hin, also einer Handelssitzung, fällt plötzlich die Nachfrage. Was heißt denn das? Das heißt, dass die professionellen Händler sagen, das war's jetzt. Wir gehen aus unseren Shorts raus, wir gehen auf die Long-Seite wieder zurück. Das heißt, es ist ganz klar das Verhalten professioneller Händler, was sich in so einem Umkehrsignal widerspiegelt. Es ist nicht das Verhalten der Massen, es ist nicht das, was am nächsten Tag in der Börse stehen, in der Zeitung stehen wird. Es hat auch nichts mit dem Preisverlauf zu tun. Der Markt kann an so einem Tag am Tagestief schließen, aber wenn die Profis sagen, ich baue meine Absicherungen ab, dann ist das ein sehr, sehr interessantes Zeichen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ich habe sie hier mal mit Pfeilen gekennzeichnet und man sieht, dass eben wir hatten das Ganze im August des letzten Jahres ganz extrem und zwar wirklich auf den Punkt genau. Wir hatten das im Dezember, als dann die Dezember-Rallye losging, die Weihnachts-Rallye besser gesagt, die war ja diesmal recht kurz, die ging nur ein paar Tage, aber immerhin hat es ein paar Prozent gebracht. Und wir hatten das Ganze auch im Januar. Ist ein ganz einfaches System, da muss man jetzt keine Raketenwissenschaft studiert haben, das begreift man auch so. VIX über 20 und vom Höchstkurs zum Schlusskurs mindestens 3 Punkte gefallen. So, und hier mal noch einfach ein paar Beispiele. Sie sehen oben wieder in dem Chart den VIX mit diesen Umkehrsignalen und mit den vertikalen Linien gekennzeichnet, wann diese Umkehrsignale kamen. Und Sie sehen, dass im August war es perfekt. Die Dezember-Rallye, die war auch ganz gut drin. Und auch das Januar-Tief hat man eigentlich sehr, sehr schön erkannt. Das heißt, sowas kann man natürlich auch noch nutzen, dass man sagt, ich verkaufe nicht gerade am allerletzten Tiefpunkt, gehe ich nochmal short. Also dann, wenn im Grunde mal alles schon gelaufen ist und dann habe ich Angst oder ich habe eine Long-Position und sage, ah, jetzt will ich es, aber ich glaube, ich muss jetzt verkaufen. Wenn ich so ein Signal sehe, definitiv nicht mehr. Weil dann sind wir so weit unten, dass es sich definitiv nicht mehr lohnt, irgendwie auf der Short-Seite rumzuspielen, sondern dann sollte man schon eher wieder auf die Long-Seite schauen. So, auch hier mal noch ein Beispiel, muss ich selber schauen, das war 2014, einmal im Oktober und einmal im Dezember. Auch da wieder zwei wunderbare oder drei sogar wunderbare Umkehrsignale und Sie sehen, unten ist wieder abgebildet der S&P 500, wie er sich danach entwickelt hat. Wir können nicht sagen, dass so ein Signal danach zu einem jahrelangen Anstieg führt. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht darum, dass wir sagen, wir finden ein Tief, was sich unter Umständen in den nächsten Wochen erstmal als Tief erweist und dann könnte man ja viele Strategien darauf machen, Putz verkaufen, Aktien kaufen, wie auch immer. So. Und dann ist natürlich auch ein Unterschied, ist der Markt jetzt vorher 10% gefallen, wie jetzt im Januar, dann wird es wahrscheinlich nicht das Tief für die nächsten 5 Jahre sein. Ist da wie im Jahr 2008 50% gefallen, dann sieht es schon eher so danach aus, dass wir mal für die nächsten paar Jahre Ruhe hätten. So. Und hier noch das Beispiel aus dem Dezember 2012. Und auch da hatte man dann 5 Monate lang steigende Märkte, bis dann dieser alte Börsenspruch kam, sell in May and go away. Und das war dann ein recht gutes Beispiel. So, das war also das erste Signal, das erste Panikzeichen, das VIX-Umkehrsignal. Kommen wir zum zweiten, nämlich VVIX, die Volatilität der Volatilität. Jetzt wird es kompliziert. VIX haben wir schon gelernt, VIX, und jetzt machen wir einfach noch das V davor, die Volatilität der Volatilität. Diesen Index, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, den VIX, den können Sie nicht handeln. Der ist selbst als Index nicht handelbar, weil es ein rein synthetischer Index ist, der wie gesagt alle 10 Sekunden nur quasi hybrid berechnet wird.
Aber es gibt natürlich Produkte auf ihn, unter anderem Futures, die auf die Zukunft schauen. Also wie wird sich die Volatilität in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln? Und auf diese sogenannten Volatilitätsfutures gibt es auch Optionen. Und jede Option hat eine implizite Volatilität. Und daher kommt dann dieser Begriff, es ist eine Volatilitätsoption, die Volatilität hat. Deswegen die Volatilität der Volatilität. Klingt so ein bisschen wie der Kreis des Kreises. Aber ich glaube, wenn man es dreimal durchliest, kann man es, glaube ich, verstehen. So, und deswegen VVIX, die Volatilität der Volatilität. Das heißt, es misst die Nachfrage nach Volatilitätsoptionen. Und wenn wir wissen, dass Volatilitätsoptionen hauptsächlich dann nachgefragt werden, wenn die Märkte nach unten gehen, dann wissen wir auch, wann die Volatilität in diesen Optionen extrem sein wird, nämlich am Tiefpunkt. Weil, wann ist denn, ich frage jetzt mal hier ganz kurz, wann ist denn die Stimmung am schlechtesten? Also ist es so, dass die Stimmung ganz schlecht ist und dann wird sie langsam besser und die Märkte fallen? Oder ist die ganz unten am schlechtesten? Nein, so gut ist die gar nicht. Unten. Unten, ja. Also immer so, wenn natürlich die Stimmung ist, unten immer am schlechtesten. So, kennt diesen Spruch, ne? Wenn es am dunkelsten ist, sieht man das Licht am Ende des Tunnels und dann ist es der herbeifahrende Zug. Okay. Diesen VVIX kann man zum Beispiel abfragen auf CNBC oder auf der Seite der Optionsbörse in Chicago, der CBOE. Und dieser VVIX hat eine Besonderheit, nämlich der hat in den letzten Jahren, seitdem es ihn gibt, einen bestimmten Punkt nach oben nie überschritten. Aber er hat ihn immer mal angetestet. Und dieser Punkt, ich bekomme gerade den Hinweis von der Zeit her, deswegen, ich muss noch drei machen. Und dieser Bereich liegt so um 130 bis 140 Punkten. Wenn wir diesen Bereich erreichen, dann wissen wir, dass die Nachfrage nach Absicherung so extrem hoch ist, dass eigentlich gar niemand mehr nachfragen kann. Also das ist so nach dem Motto, dann hat jeder, der sich absichern wollte, der hat sich dann abgesichert. Der Einzige, der dann noch Panik kriegen würde, wäre Warren Buffett. So, das wäre, glaube ich, dann der Letzte noch. Und der, bei dem wissen wir, der kriegt keine. So, das heißt also, jeder, der wirklich Angst haben kann in so einer Marktphase, der hat auch schon Angst bekommen jetzt. Und wir sehen, dass wir selbst im Jahr 2007, 2008 beim Zusammenbruch von Lehman Brothers keinen höheren Wert als 140 hatten. Wir hatten jetzt im Jahr 2015 im Januar einen Wert, Entschuldigung, nicht im Januar, sondern im August, 2015 im August hatten wir mal einen Wert von 200, allerdings nur zur Börseneröffnung. Da ist der riesig nach oben gegappt am 24. August. Danach fiel es sofort wieder runter. Das heißt, einen Kurs über 140 gibt es im Grunde genommen nicht. So. Aber wenn wir natürlich sehen, dass der dahin geht, was wäre denn das für uns für Zeichen? Das wäre ein ganz klares Zeichen, dass wir sagen können, okay, jetzt ist die Vola entsprechend hoch. Und hier ist mal ein etwas kürzerer Chart, da sieht man das sehr schön im August des letzten Jahres. Diese Panikzeichen müssen übrigens nicht alle kombiniert immer alle gleichzeitig auftreten. Aber irgendeiner von den fünf, meistens zwei, drei gemeinsam, treten immer auf. Aber man kann jetzt nicht sagen, es ist nur dann ein Tief, wenn alle fünf auftreten, weil das passiert wirklich ganz, ganz selten, dass sie alle immer zur gleichen Zeit auftreten. Aber so zwei, drei hat man eigentlich immer zusammen. So. Und wenn eben dieser VVIX, die Volatilität der Volatilität, auf ein solches Niveau ansteigt, dann wissen wir, dass die Nachfrage nach Absicherung extrem hoch ist. Und immer eine Extrem, wir suchen ja ein Extrem, wir suchen ein Panikzeichen. So, da wissen wir, jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr groß nach unten gehen, weil eben wirklich jeder, der verkaufen wollte, hat verkauft. Jeder, der sich hedgen wollte, hat sich gehedged. Und die, die es nicht getan haben, die machen es auch nicht mehr. Es gibt ja diesen Spruch, hat jeder schon mal selbst an sich erlebt, die Börse geht immer dahin, wo es am meisten wehtut. Ja, und vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal passiert, dass er gesagt hat, ich bin in einer Position, die läuft gegen mich, ich habe irgendwie meinen Stopp verpasst. Und dann sagt man sich, na komm, dann hältst du das schon aus. Und dann läuft das Ding weiter gegen einen. Und dann sagt man sich, na weiter kann es ja fast schon gar nicht mehr, egal ob es long oder short gehen. Und dann bleibt man drin, bis man dann sagt, ich halte es nicht mehr aus, jetzt verkaufe ich. Was passiert? Nachdem man selber seine Position zugemacht hat, dreht das ganze Ding. So, das ist immer so. Jetzt darf man bloß nicht auf die Idee kommen zu sagen, beim nächsten Mal halte ich es noch ein bisschen länger aus.
Ne? Weil wir sind alle genau wie die Masse. Wir sind kein bisschen besser als der Rest. Unsere Emotionen, wir denken immer, wir sind schlauer als die Masse. Nein, wir sind großer Bestandteil der Masse. Und das heißt, solange wir das Ding noch halten, halten es andere auch noch. Wenn wir verkaufen, haben es dann alle anderen auch verkauft. So. Und das kann man eben mit diesem VVEX messen, wobei wir natürlich hoffentlich nicht solche Dinge machen. Also, dass wir unsere Schmerzgrenzen austesten wollen. Aber kann man ja mal probieren. So. Und deswegen, wenn wir hier sehen, also bei den VVEX einen Stand von 140 oder mehr, dann oder 130, 140, so in der Dreh rum, dann sprechen wir von einem Panikzeichen. Und man kann das auch sich hier, wir schauen uns das immer an auf der Seite der CBOE, und da kann man das dann sehr schön nachvollziehen und kann das sich auch intraday anschauen, wo war also der Schlusskurs, wo war der Höchstkurs, ist also ganz, ganz einfach. Und das muss man jetzt auch nicht live verfolgen. Natürlich, wenn wir jetzt so einen Tag mal live miterleben, wie den 24. August letzten Jahres, da kann man natürlich dann auch mal sagen, okay, heute Abend mache ich mal ein bisschen länger und schaue mir auch solche Dinge mal intraday an. Aber ansonsten genügt das vollkommen, wenn man sich das am nächsten Tag anschaut. Also man muss jetzt nicht derjenige sein, der sagt, jetzt habe ich wirklich den absoluten Tiefpunkt erreicht. So, kommen wir zum dritten Panikzeichen. Und zwar ist das das sogenannte Put-Call-Ratio. Das Put-Call-Ratio ist sicherlich schon gerade unter den Optionshändlern ein bisschen bekannter. Bei vielen anderen Börsenteilnehmern auch wird immer viel reininterpretiert. Ich glaube, man kann gar nicht so viel reininterpretieren, bis auf einen Extrempunkt, den ich für wahnsinnig hilfreich halte. Put-Optionen sind sogenannte Verkaufsoptionen. Call-Optionen sind sogenannte Kaufoptionen. Und diese Put-Optionen, darüber haben wir schon gesprochen, die werden hauptsächlich eingesetzt zur Absicherung. Ne? Natürlich auch von uns, dass wir sagen, wir spekulieren auf fallende Preise, aber die Masse der Händler, also die großen Händler, wir müssen ja immer davon ausgehen, die Masse an den Börsen wird von institutionellen Händlern gemacht, nicht von uns. Also ohne da jetzt weder von den Zuschauern noch hier im Saal jemand zu nahe treten zu wollen, aber unsere Mini-Konten, die wir da alle haben, die sind ja im Vergleich zu dem, was wir an den Börsen sehen, ein Witz. Also ich habe mal, als ich den ersten Tag an der Börse war, gesehen, wie Goldman Sachs an einem Montagmorgen eine Order über 20.000 große S&P-Futures innerhalb von einer Minute durchgedrückt hat. Und danach wusste ich, dass ich nie so viel Geld haben werde, wie die gerade Margin eingesetzt haben. Und das müssen wir uns also immer vorstellen, dass die Masse der Optionen, auch der Futures, der Aktien, immer von Institutionellen gehandelt werden und nicht von uns. Und deswegen, Put-Optionen werden eben wirklich genommen, hauptsächlich zur Absicherung. Die Institutionellen kaufen keine Puts, um zu zocken oder so. Die kaufen tatsächlich, um sich abzusichern. So. Das Put-Call-Ratio ist im Grunde eine ganz simple Sache, nämlich man nimmt einfach, man schaut sich an einer Börse, zum Beispiel an der in Chicago ansässigen CBOE, schaut man sich einfach an, wie viele Puts wurden denn heute insgesamt gehandelt? Einfach das Volumen. 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen. Wie viele Stück wurden gehandelt? So, dann guckt man einfach, wie viele Puts wurden gehandelt, wie viele Calls wurden gehandelt. Und dann rechnet man einfach, Puts durch Calls ergibt das Put-Call-Ratio. Das heißt also, wenn ich mehr Puts als Calls habe, habe ich einen Wert von über 1. Habe ich mehr Calls als Puts gehandelt, habe ich einen Wert von unter 1, und wenn es genau gleich wäre, wäre das Put-Call-Ratio genau 1,0. Und jetzt ist es natürlich so, wenn wir wissen, dass Put-Optionen, Verkaufsoptionen hauptsächlich dann gekauft werden, wenn die Preise nach unten gehen, dann wissen wir auch, dass je mehr gekauft oder je mehr der Markt nach unten geht, umso mehr werden gekauft. Und dann steigt eben dieses Put-Call-Ratio immer mehr an, immer mehr an. Man kann das dann wirklich tagtäglich beobachten. Es ist auch nicht so, dass es jetzt die ganze Zeit bei 0,5 ist und plötzlich auf 1,5 hochdonnert am nächsten Tag, sondern das steigt kontinuierlich über diese 2, 3, 4, 5 Tage oder Wochen an. Und wenn wir ein Put-Call-Ratio von über 1,4 haben, ist auch so ein Wert, also dass 40% mehr Puts als Calls gehandelt werden. Und da ist uns egal, wie hoch das Volumen insgesamt war, sondern es geht nur um das Verhältnis Puts zu Calls. Dann sprechen wir von einem sogenannten Panikzeichen. So. Und dieses Put-Call-Ratio, das kann man auch im Chart darstellen. Da hat man eben dann so eine Linie, die immer hin und her wandelt. Ich habe das jetzt hier aus unserer Chart-Software gemacht, aus dem Trade Navigator. Das sind die Werte noch mit zwei Nullen hinten dran. Also ist dann 1,0 ist in dem Fall hier 100 und 140. Entschuldigung, 1,4 sind dann hier 140. Und da sehen Sie schon so ein paar Extrempunkte.
Der Nachteil von vielen Chartdarstellungen, unter anderem auch hier, ist, dass das immer nur End-of-Day-Daten sind. Jetzt wissen wir aber ganz häufig, was passiert denn gerade in so Crash-Phasen? Klassischerweise an einem Montagmorgen oder an einem Dienstagmorgen. Die Amerikaner hatten vielleicht schon am Donnerstag und Freitag schlechte Börsen. Joey Sixpack kommt am Wochenende nach Hause, schaut sich mal sein Aktiendepot an, sieht alles Katastrophe, alles rot, ruft seinen Broker an und sagt, verkauf am Montag diesen ganzen Mist, hau alles raus. Und dann gäbt die Börse am Montag früh nochmal auf. Den ganzen Tag wird vielleicht verkauft, vielleicht auch am Dienstag, weil dann viele sagen, ah, jetzt geht es doch nochmal weiter. Verkaufen dann am Dienstag nochmal. Sehr häufig hat man dann am Dienstag diese Umkehr drin. So. Und wenn wir diese Umkehr haben, dann sehen wir oftmals am Ende des Tages gar nicht mehr so viel Put-Käufer. Und deswegen nützt uns es gar nicht so viel, wenn wir sagen, wie war es denn am Ende des Tages? Und deswegen müssen wir uns das ganze Intraday anschauen. Auch hier wieder nicht Intraday live verfolgen, aber zumindest am Tag danach mal hinschauen, wie hat sich es denn gestern im Laufe der Handelssitzung entwickelt. Und ich nehme mal hier eins vor. Und zwar kann man auch hier wieder, auch auf den Seiten der CBOE, kann man das hier abfragen. Und es geht hier um diese letzte, habe ich hier so einen schönen, ich weiß nicht, ob man das hier jetzt erkennt, also hier diese letzte Spalte, Put-Call-Ratio. Und da sieht man eben an dem Beispiel gerade, da war eben hier, die ist sogar noch die halbe Stunde Vorbörse mit dabei, da sieht man dann sehr schön, wie sich das im Laufe des Tages entwickelt hat. So, ich gehe nochmal einen Chart ganz kurz zurück. Selbst hier mit diesem End of Day sieht man schon sehr schön, ich habe hier mal nur die gekennzeichnet, die mindestens 1,4 hatten, da sieht man schon, dass wir hier sehr, sehr nah an Tiefpunkte kommen. Es geht hier nicht um die Punktlandung. Es geht nicht zu sagen, genau das ist der Tag, genau das ist der Punkt. Aber dass wir sagen, wir sind zumindest in der Nähe. 2-3 Tage plus minus wären doch schon ziemlich gut. Ja? Das wäre doch schon ziemlich klasse. So, und hier einfach mal ein paar Beispiele. Ich habe hier einmal aus dem Februar Januar und Februar, die linke ist vom Februar, der 10.2., kurz bevor Frau Yellen von der FED ihre Rede gehalten hat, haben wir gesehen ein Put-Call-Ratio von 1,7. Enorme Absicherung. Klar, jeder hatte Angst, was sagt die jetzt? Ne? Sagt die jetzt, wir senken die Zinsen oder erhöhen sie oder wie auch immer? Und das andere nochmal vom 20.01., auch da hatten wir einen Wert von 1,75. Und schauen wir uns an, das waren diese Tage. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht das so ein bisschen wie Zauberei aus. Ist es aber nicht. Sondern es ist einfach nur, dass man sagt, die Nachfrage, die Angst war so groß, dass die Preise gar nicht anders konnten, als danach zu steigen. Weil es war ja niemand mehr da, der verkaufen konnte. Die hatten ja alle schon verkauft. Ne? Jeder, der abgesichert war, hat auch nicht mehr verkauft, weil der hat ja jetzt eine Absicherung. Wer verkauft hat, hat verkauft. Das sehen wir in den Tagen zuvor. Und das heißt, es blieben ja nur noch die übrig, die Schnäppchenjäger oder die Langfristinvestoren, die gesagt haben, hey, guter Preis, kaufe ich mal. So, nächste Beispiel. 28.09., 29.09.2015, sehr, sehr hohe Werte, 1,5, 1,6 teilweise. Und Sie sehen auch hier, das ist der Wert hier hinten, wirklich punktgenau getroffen. Tolles Zeichen. Ne? Und das, wenn man das am nächsten Tag erkennt, das muss man jetzt nicht zwingend unbedingt an dem Tag hier erkennen, es würde auch noch genügen, wenn man es am nächsten Tag erkennt, ist ein Top-Einstieg, den man in den Markt machen kann. Und dann kann man natürlich wieder auch Charttechnik zur Hilfe nehmen. Dann kann man wieder Markttechnik nehmen oder irgendwelche anderen Dinge, um in den Markt einzusteigen. Und natürlich, wir müssen uns noch anschauen, den August des letzten Jahres. Da hatten wir hier Werte am 21., das war der Freitag, von 1,7, etwa 1,9. Also wirklich fast doppelt so viele Puts wie Calls gehandelt. Das ist pure Panik. Und das suchen wir. Wir suchen die Panik, und zwar eine messbare Panik. Das war sie. Und am Montag dann nochmal. Und dann sehen wir hier, das waren diese beiden Tage, der und der, wo es dann ja wirklich der absolute Tiefpunkt war. Und wir wissen doch alle, weil wir ja viele Leute auch kennen, weiß auch von einigen, die hier mit drin sitzen, wie viele sind denn genau hier noch short gegangen? Oder haben genau da hier unten noch ihre Aktien verkauft? Oder haben gesagt, ah, jetzt muss ich rausgehen, jetzt. So, und dann, was macht man? Man guckt dann zu, wie das Ding wegrennt. Und wann geht man wieder long, nachdem es dann wieder gestiegen ist und der nächste Schwung nach unten kommt. So. Viertes Panikzeichen. 90% Tage. Wir können an der New York Stock Exchange, das ist die Börse eigentlich in New York, wo die meisten Aktien gehandelt werden. Wir können das aber genauso gut an der Nasdaq machen, an der MX.
können wir jeden Tag das Volumen messen. Wir können ja messen, wie viel Volumen ist denn da umgegangen? Also wie viele Aktien sind da gehandelt worden? Was war das für ein Volumen? Und jetzt können wir natürlich fragen, wie kam denn dieses Volumen überhaupt zustande? Wir wissen, es gibt immer so bei Börsenberichterstattern, vor allen Dingen, wenn sie sich nicht ganz so gut auskennen, gibt es immer mal so diese tolle Ansage, heute waren nur Verkäufer auf dem Parkett. Man weiß es nicht so genau, wo haben die das hinverkauft? In den luftleeren Raum? Oder wer hat die denn alle genommen? Also die Aussage ist natürlich Blödsinn, weil jedem Kauf muss ein Verkauf gegenüberstehen. Aber man kann natürlich sehr genau messen, kam der Handel mit steigenden oder fallenden Kursen zustande. Also wenn ich sage, ich habe jetzt eine Aktie, die kostet 50 Dollar und ich verkaufe die und wir machen jetzt einen Handel mit 50 Dollar und der nächste Handel findet statt bei 49,99, dann ist dieser nächste Trade mit fallenden, in einem fallenden Volumen zustande, in einem fallenden Kurs zustande kommen. Volumen hoch bei fallenden Kurs, jetzt haben wir es. So, das heißt, das kann ich messen. Und jetzt gibt es eben diese speziellen Tage, wo dann eben die Börsenberichterstatter sagen, jawohl, nur Verkäufer, nein, aber es ist eben nur verkauft worden an dem Tag. Das heißt, die Kurse sind sehr, sehr stark gefallen und jeder neue Trade kam immer wieder zu einem tieferen Kurs zustande. Und das ist eben fallendes Volumen oder beziehungsweise wird als Down Day dann bezeichnet. So, und diese 90% Tage, warum 90%? Weil das natürlich wieder ein Extremer darstellt, ne? Also wenn man jetzt sagt, an einem normalen Börsentag kann man so beobachten, da gibt es die Hälfte des Handels bei steigenden Kursen, die Hälfte bei fallenden hin und her. Aber wenn man sagt, 90% aller Trades kommen entweder mit steigenden oder mit fallenden Kursen zustande, dann ist das definitiv ein Hinweis darauf, dass hier was Besonderes ist. So. Und bei den Panikzeichen müssen wir darauf achten, dass wir hier sowohl die 90% Aufwärts- als auch Abwärtstage haben. Bei einem Aufwärtstag kommt es zu einer Kaufpanik am Hoch oder aber starke Hände greifen im Tief ein. Weil es können nur die starken Hände, ne? Der Altmeister Costolani hat das immer gesagt, nur die können es sein, die unten kaufen. Und bei einem Abwärtstag, das kann eben eine Verkaufspanik am Tief sein, auch das wäre gut. Oder wenn die starken Hände am Hoch verkaufen, haben wir übrigens auch bei den letzten IB-Days in den sogenannten Distributionstagen darüber gesprochen. Also wer das nochmal sich anschauen will, kann man das noch ein bisschen vertiefen. So, das holen wir uns über eine ganz einfache Statistik bei Yahoo jeden Tag raus. Und auch hier habe ich mal die Beispiele aus dem August 2008. Ich muss ja kurz ein bisschen näher gehen, damit ich es erkenne. Und hier hatten wir beispielsweise am 20.08. hatten wir 92% Verkaufsvolumen am Nasdaq, 98% an der NICE. Wir hatten dann am 24.08. 94% Abwärtsvolumen an der Nasdaq. Das heißt, nur 6% aller Trades sind überhaupt mit steigenden Kursen einhergegangen. 94% aller Trades, die gemacht wurden, mit fallenden Kursen. Das ist extreme Panik. Also schlimmer geht schon fast nicht mehr. So, und das waren eben genau diese Tage. Und wer sich jetzt entsinnt, wir hatten gerade schon die anderen Panikzeichen uns angeschaut. Hier kam es wirklich zu einem Panikzeichen-Cluster. Ne, da hat der VVX war sehr, sehr hoch, das Put-Call-Ratio war extrem hoch, das war sehr hoch. Also das heißt, noch mehr grüne Ampeln können eigentlich gar nicht angehen. Es wird nicht geklingelt an der Börse. Doch, da hat es geschellt und geläutet und so weiter. Die meisten haben es bloß vor lauter Jammerei gar nicht gehört. So, aber noch besser kann der Markt uns gar nicht sagen, bitte kauf mich jetzt. So, hier haben wir noch ein paar Beispiele. Das war am 26.01. Da hatten wir an der NICE einen 90% Aufwärtstag. Und wenn wir uns das hier anschauen, das waren diese beiden Tage. Der erste hier ein Kauftag. Danach ging es dann noch ein paar Tage weiter. Und dann eben sofort wieder einen Verkaufstag. Das heißt, nach diesem kurzen Anstieg, den wir hier hatten, kam es sofort wieder zu einem panischen Verkauf. Das heißt, die großen Jungs haben gesagt, so jetzt geben wir noch mal Gas. Und dann ging es eben wieder nach unten. So, und das kann man eben sehr schön anhand dieser Daten herauslesen. Kommen wir zum letzten Panikzeichen. Neue Hochs, neue Tiefs. Im Grunde genommen etwas, was sehr, sehr einfach von jedem nachzuvollziehen ist und für mich im letzten Jahr einer der besten Indikatoren gewesen, um diesen Einbruch sowohl im August als auch dann im Januar diesen Jahres erkennen zu können. Ich weiß, dass du schaust das auch jeden Tag an, ne? Das sind so Dinge, die wirklich total simpel sind, aber die
extrem hinter die Fassade schauen lassen. Die meisten Trader und auch Investoren schauen immer nur auf die Kurse. Das heißt, wie sieht denn der S&P aus? Sieht er gut aus? Ja, alles geht nach oben, geht der DAX nach oben, alles ist gut. Aber oftmals sind diese Indizes total verzerrt. Und das erkennt man unter anderem daran, dass man sagt, okay, wie sollte denn ein gesunder Markt ausschauen? Ein gesunder Markt, der steigt, der sollte viele Aktien beinhalten, die neue 52-Wochen-Hochs machen. Also die höher stehen als vor einem Jahr. Macht irgendwie Sinn, ne? In einem steigenden Markt sollten auch die Mehrzahl der Aktien steigen. Und in einem fallenden Markt sollte es natürlich genauso sein, dass eben mehr Aktien fallen als steigen und damit neue Tiefs ausbilden. Im gesamten letzten Jahr konnten wir eigentlich so ab Juni etwa beobachten, dass das kippte, dass der S&P beispielsweise immer noch schön seitwärts lief, dass der Nasdaq neue Allzeithoch nichts, aber ich glaube so 15 Jahreshoch oder sowas machte. Also er lief wahnsinnig toll noch nach oben, sah vom Chart her ganz gesund aus. Aber wenn man dahinter geschaut hat, hinter die Kulissen, hat man gesehen, die Aktien ziehen gar nicht mehr mit. Es waren so diese paar wenigen großkapitalisierten Werte im Nasdaq, eben eine Google, eine Amazon, Facebook, ne, so die großen bekannten Brands. Und die Masse ist aber schon gefallen. Und das war ein ganz klares Zeichen, dass hier was kommt, weil wer verkauft denn da? Wenn die Kurse steigen übergeordnet und es fangen aber immer mehr Aktien an zu fallen, wer verkauft da? Was denken Sie, wer verkauft in steigenden Märkten? Die schon Gewinn haben. Genau, nämlich die, die das letzte Mal im Tief eingestiegen sind. Das heißt, die ganzen, mehrheitlich die Institutionellen, die cleveren Smart Money, wie man das auch immer bezeichnen will, die verkaufen, die fangen im Hintergrund an zu verkaufen, weil die verkaufen nämlich nicht in die Panik hinein, die verkaufen nämlich, wenn es nach oben geht. So, und hier an diesen beiden Beispielen, das linke, das ist Microsoft, da sieht man eben neue Hochs gemacht und auf der rechten Seite, das ist glaube ich ExxonMobil und da sieht man, wie die gefallen sind. So, diese neuen Hochs, diese neuen Tiefs, die kann man jeden Tag messen. Man braucht ja bloß reinzuschauen in die Statistiken der Börse, das könnte man jetzt auch im DAX machen, da ist es nicht ganz so aussagekräftig, weil da habe ich halt nur 30 Werte, aber man kann zum Beispiel an der NICE machen, an der NASDAQ und kann sagen, okay, wie viel gibt es denn neue 52 Wochen Hochs, wie viel gibt es denn neue 52 Wochen Tiefs? Da kann man jetzt sogar noch gleitende Durchschnitte daraus bilden und so. Wir nehmen jetzt einfach mal nur die absoluten Zahlen. Dann setzt man einfach die neuen Hochs und die neuen Tiefs ins Verhältnis und wie schon erwähnt, in einem Bullenmarkt sollte es eben deutlich mehr Hochs geben als Tiefs und in einem Bärenmarkt umgekehrt. So, was suchen wir jetzt aber wieder bei diesen Panikzeichen? Wir wissen, wenn die Märkte nach unten gehen, wenn es panisch fällt, wenn es zu einem Abverkauf kommt, dann wird es mehr neue Tiefs geben, das ist ganz klar. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es extrem wird. Und das ist das, was wir wieder suchen. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Wir nehmen das immer von der Nasdaq, also auch eine frei verfügbare Seite. Wir schauen uns da die Nasdaq an und dann kann man hier, man sieht das hier auf der rechten Seite, kann man sehr schön sehen, neue Hochs, neue Tiefs. An dem Tag beispielsweise jetzt hier, das war der 7. März, also jetzt vor ein paar Tagen, 53 neue Hochs und 5 neue Tiefs. Also deutlich mehr Hochs als Tief. Jetzt nicht extrem, aber schon mehr. So. Und jetzt schauen wir einfach, wann es zu Extrempunkten kommt. Je weiter dieser Abwärtstrend fortgeschritten ist, umso extremer wird das Verhältnis zwischen Hochs und Tiefs werden. Und es gibt zwei Punkte, auf die man achten kann, nämlich Nummer eins, dass man sagt, es gibt mindestens 1000 neue Tiefs an der New York Stock Exchange. Also wenn 1000 Aktien an einem Tag ein neues 52-Wochen-Hoch machen, das kommt extremst selten vor. Und das Schöne ist, natürlich gibt es immer mal unterschiedliche Anzahl von Aktien, die an der NICE notiert sind. Das sind, glaube ich, momentan so knapp 5000 oder sowas. Aber das ist jetzt nicht so, mal sind es 1000, mal sind es 5000, sondern das liegt immer so in der Dreh herum. Und wenn da 1000 Aktien an einem Tag ein neues 52-Wochen-Tief machen, dann ist das eine Panik, definitiv. Panikzeichen. Oder aber, wenn eben das Verhältnis ist, ich habe auf einen Hochpunkt 100 oder auf einen Hoch 100 Tiefs. Also es ist auch so ein Extremverhältnis, dann ist das auch eine Panik. Und auch hier wieder ein Beispiel vom 20.01. diesen Jahres. Da hatten wir an der New York Stock Exchange 2 neue Hochs, aber 1291 neue Tiefs. Absolutes Panikzeichen. Und am Nasdaq war es 4 zu 784. Also auch 1 zu 200 fast das Verhältnis. Absolutes Panikzeichen. So, nächstes Beispiel, 24.08.
an der NICE 3 zu 1230. 1230 neue Tiefs. Noch schlimmer geht es schon fast gar nicht mehr. Und an der Nasdaq war es 11 zu 600, da war es nicht ganz 1 zu 100. Aber das findet man eben sehr, sehr häufig und wir müssen jetzt nicht mal genau hinschauen, dass wir wissen, dass am 24. August das Tief war. So. Wenn wir uns diese Panikzeichen anschauen, also eine Umkehr des VIX über 20, wer will, nimmt ein Bollinger Band noch mit dazu und dann muss es mindestens 3 Punkte vom Tageshoch zum Schlusskurs umkehren. So, ist ein klares Panikzeichen. Kann man sehr schön, gerade auch für die kurzfristigen Daytrader, können das nutzen, weil dann sieht der Chart vielleicht nicht mehr so toll aus. Die können dann aber schon mal schauen, Mensch, am nächsten Tag sollte ich vielleicht schon mal ein bisschen schauen, gerade wer Amerika abends sich anschaut und das sieht, der sollte vielleicht nicht mehr zwingend früh darauf hoffen, dass der DAX nochmal nach unten rennt. Und wenn der mit einem Gap aufmacht, ist es vielleicht nicht die dümmste Idee, mal zu gucken, ob man das irgendwie kaufen könnte. VVEX, die Volatilität der Volatilität, über 140 Panikzeichen. Put-Call-Ratio über 1,4. 90% Aufwärts-Abwärts-Sage. Hier habe ich es richtig geschrieben. Deutsch. Weg vom Englischen. Und eben zuletzt das Verhältnis neue Hochs zu neuen Tiefs. Entweder 1000 neue Tiefs oder eben 100, das Verhältnis 1 zu 100. All das, wenn wir diese Zeichen haben, dann kann man das sehr, sehr gut nutzen und kann damit wirklich an den Märkten agieren. Und wenn wir nochmal auf das schauen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich ist das Ganze messbar? Es ist definitiv messbar. Wenn wir sagen, ist das nicht interpretierbar? Nein, das ist nicht interpretierbar. Wenn der VIX 2 Punkte umdreht, dann hat er eben nicht 3 Punkte umgedreht. Da gibt es nichts hinein zu interpretieren. Wenn das Put-Call-Ratio 1,3 ist, dann ist es eben nur 1,3. Und wenn eben die neuen Tiefs nur 750 sind, dann ist es eben kein Paniktief. So. Meistens werden diese Zeichen, habe ich schon gesagt, nicht alle gleichzeitig auftreten, aber zumindest so, dass man sagt, naja, gehäuft aufeinander. 2, 3 an einem Tag, weil ja das eine oftmals das andere bedingt. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir sagen, wir haben 1000 neue Tiefs an der New York Stock Exchange und das Put-Call-Ratio ist total bullish. Das wird es in der Regel nicht geben. Und deswegen sind die eben sehr, sehr häufig. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich glaube, so für uns Private ist das eigentlich was, was sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ich persönlich habe mir das in so eine Morgenroutine gebaut, eine ganz simple Excel-Tabelle, die ich jeden Morgen mir anschaue. Da gehören noch ein paar mehr Sachen dazu. Also ich schaue mir dann andere Sachen noch an. Wer in unseren Coachings ist und so weiter, der kennt das. Aber das kann wirklich jeder selber nachmachen, ne? Dass er einfach früh mal hinschaut und sagt, okay, diese paar Punkte, das dauert keine 5 Minuten. Und wenn ich das mache, dann habe ich vor allen Dingen jeden Tag auch die Chance, so ein bisschen in den Markt hineinzukommen und so ein Gefühl für den Markt zu entwickeln. Und das ist wirklich etwas, was mir in den letzten Jahren wahnsinnig geholfen hat, auch mich so zumindest besser als noch vor 10 Jahren in den Märkten zu bewegen, etwas besser diese Hochs und Tiefs zu versuchen zu erkennen. Wobei das nicht mein Anspruch ist, zu sagen, ich will unbedingt den Tiefpunkt erkennen, aber ich will zumindest die guten Gelegenheiten erkennen, die, wo ich eben eine gute Wahrscheinlichkeit habe, am Markt aktiv zu werden. Und wenn wir diese Panikzeichen sehen, dann ist eben nicht das, was die meisten denken würden, da wird die Ampel rot, nein, da wird sie grün. Ne? Da wird sie grün und dann sollte man sagen, okay, und jetzt gucken wir nach Long-Signalen, je nachdem, was jeder von uns tradet. Wir machen es mit Optionen, wir würden dann eben Puts verkaufen. Ein anderer sagt vielleicht, er macht seine Shorts zu. Ein dritter sagt, ich gucke mal nach, ob ich vielleicht ein paar schöne Langfristaktien hier einsammeln kann. Wie auch immer, der Daytrader wird vielleicht eher gucken, ob er in einer kleinen Zeiteinheit einen Aufwärtstrend erwischt. Wie auch immer. So, für alle, die hier zugeschaut haben, im Raum, das Auditorium oder aber auch gern zu Hause an den Bildschirmen, wer die Vortragsunterlagen haben möchte und auch die Links dazu, damit er weiß, wo kann ich denn da nachschauen, wo kann ich mir das heraussuchen und noch eine kleine 6-teilige Videoserie, die wir da nochmal darüber gedreht haben, kann man abspeichern, schicken wir jedem zu. Einfach ganz kurz eine E-Mail an uns schicken, info@adaptionsstrategien.com, Stichwort IB Days 2016 und dann können auch noch Hallo reinschreiben oder so. Wir haben es letztes Jahr gemacht, da haben wirklich manche tatsächlich nur eine leere E-Mail geschickt. So, funktioniert aber auch, also auch wer nur eine leere E-Mail schickt, auch dem schicken wir es zu. Und schicken wir das gerne zu. Wer sich mehr informieren will über die Möglichkeiten, die der Optionshandel bietet, weil das ist eben nicht nur
Puts und Calls, sondern auch das Wissen, was um Optionen herum ist, kann man für viele andere Dinge nutzen. Der kann nachschauen bei uns auf www.optionsstrategien.com. Und wer ein paar mehr Videos sehen will, der schaut auf unseren YouTube-Kanal, der heißt Optionshandel, der ist kostenfrei. Viele, viele Videos kann man sich da anschauen. Ein paar hundert Stück haben wir da mittlerweile hochgeladen. Und da ist sicherlich das eine oder andere dabei, was man lernen kann. Und bevor ich mich jetzt verabschiede und vielleicht noch mal kurz frage, ob jemand noch eine Frage hat, will ich noch eins machen, denn ich habe es versprochen. Hallo Nicole, hallo Leonie, hallo Kim, hallo Fritz. Viele Grüße vom Papa. So, ich habe es versprochen heute früh, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Und gibt es noch Fragen? Hat jemand noch Fragen dazu? Nein, dann doch, bitte. Diese Panikzeichen gestern, ja. Auf gestern angewandt, auf das Tief gestern angewandt. Mhm. Konnte man das? Nein, weil es einfach zuvor nicht genug nach unten ging. Weil wir haben ja in den letzten Tagen eigentlich fast nur eine Aufwärtsbewegung gesehen. Wir hatten so 2-3 Tage, wo es ein bisschen nach unten ging. Aber dieses ganz kurzfristige, wir haben jetzt quasi fast schon wieder einen Aufwärtstrend, kann man sagen. Dann kommen diese 2-3 Tage Konsolidierung, so ein bisschen seitwärts gemäher und dann gestern nach Draghi ging es dann ab. Das konnte man nicht erkennen. Also wir brauchen schon für diese Panikzeichen im Vorfeld eine gewisse Abwärtsbewegung. Also so dieses ganz, ganz kurzfristige, dafür ist es leider nicht hilfreich. Da gibt es vielleicht andere Dinge, aber ich glaube, was man dann aus solchen Meldungen herausmacht, das ist eine ganz andere Art. Da ist mir leider auch noch nichts eingefallen, wie man das deuten könnte. Weil vor allen Dingen, man hat ja an der ersten Reaktion gesehen, es ging nach unten. Und ich habe zum Beispiel gestern ich war beim Mittagessen, lese auf meinem Handy, was die EZB macht. Und die Schlagzeile war, Euro schmiert ab. Komme ins Büro und gucke und denke, entweder dein Rechner hängt oder der Spiegel hängt. Weil plötzlich war der Euro im Plus. Also das ist dann immer sehr, sehr schwierig, auf solche Nachrichten hinein das zu machen. Aber sie brauchen einfach im Vorfeld ein paar Tage Abwärtsbewegung. Gut, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch schöne IB-Days. Es gibt noch sehr tolle Vorträge von vielen Kollegen hier. Ich empfehle natürlich, weil Sie mit dazugekommen sind, einmal der Oliver, der hat dann gleich um 16.30 Uhr schalten, das ist eine super Daytrading-Strategie. Und morgen früh zeitig aufstehen, weil 9 Uhr hat mein Freund Nils einen ganz tollen Vortrag über eine Strategie, wie man langfristig reich wird, die Zolltag-Strategie. Ich bin morgen auch nochmal dran, ich glaube um 11 oder so. Schöne IB-Days noch, viel Spaß bei den ganzen Vorträgen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, bye bye.